Die uralte Handwerkskunst des Gießens und Schmiedens von Metallen entstand vor 4.000 bis 5.000 Jahren vor unserer Zeit in Mesopotamien. In der Familie Materna hat sie eine lange Tradition. Schon der Urgroßvater lernte 1860 den Beruf des Formers und Gießers. Katja Maternas Vater Ulrich, Absolvent der Bergakademie Freiberg, gründete 1982 seine Werkstatt. Hat mit anderen Kollegen zusammen das aufgebaut. Hat für die Semperoper gearbeitet, Staatsoper Berlin damals, Krankenhotel Berlin, viele vorwiegend Leuchten gemacht. Das waren alles Staatsaufträge unter Honecker. Auch einiges fürs Ausland, also sprich Kuwait und das meiste wissen wir gar nicht, wo es hingekommen ist. Katja Materna wollte ursprünglich nicht in ihres Vaters Fußstapfen treten. Wollte eigentlich nochmal eine Musikausbildung machen oder was mit Kindern machen damals, beruflich. War durch die DDR-Zeiten schwierig, da was zu bekommen. Dann hat mein Vater mich überredet, mehr oder weniger hier mit einzusteigen. Und da habe ich dann die Ausbildung gemacht, Beruf mit Abitur, mit der Option eigentlich zu studieren. Und dann kam die Wende, dann ist hier alles eingebrochen vom Kundenkreis her. Und dann hieß es, entweder ich gehe studieren und mein Vater schließt den Betrieb oder wir fangen zusammen nochmal gemeinsam an. Der Neubeginn war nicht einfach. Kunden mussten über Messen und Flyer geworben werden. Klingelputzen eigentlich auch. Im Endeffekt dann durch Mundpropaganda, durch die Kunden, die wir dann hatten. Die komplette Bearbeitungsstrecke wurde neu aufgebaut und Katja Materna machte ihren Meister für Metallgestaltung. Bereut hat sie diesen Entschluss nie. Und dann war das die Option, das war die beste, die ich hätte wählen können. Also es waren zwar sehr, sehr harte Jahre seit der Wende, also bis vor 2-3 Jahren haben wir wirklich sehr gekämpft, aber ich denke, es hat sich schon gelohnt. Inzwischen hat sich die Firma wieder einen Namen gemacht. Also das Hauptgebiet sind eigentlich historische Beschläge, Neufertigung und Restaurierung alter Beschläge. Auch Leuchten, oder das ist eher ein kleiner Teil. Und dann so viele kleine Nebenschienen wie Sonderanfertigungen von Oldtimer-Teilen, für Uhrenrestauratoren, Uhrenteile, architekturbezogene Kunst, wie zum Beispiel vergoldete Schriften, Bronzetafeln, Bronzeschriften, all das ist eigentlich ein uferloses Feld, weil diese Sonderanfertigung, wie gesagt, diese Gussfertigung ist sehr speziell und sehr selten, gerade die Einzelfertigung. Und da haben wir eigentlich ein ganz breites Feld abzudecken. Nicht nur in Deutschland, zunehmend auch im Ausland. Wir sind jetzt dabei in Österreich, also am Wiener Hof zum Beispiel gehen jetzt Aufträge los und auch eine andere Anfrage aus Wien. Und wie gesagt, Dänemark haben wir schon ein bisschen was gemacht, also es wird immer besser. Aus Deutschland kommen nach wie vor aber die meisten Aufträge. Manchmal auch recht ungewöhnliche. Festspielhaus Bayreuth, die ganzen Außentüren gemacht. Das war ein schönes Objekt. Und was halt ein bisschen was anderes mal war, wir haben für Bavaria Filmstudios vor 2 Jahren, für den Film Ludwig II. Haben wir die Beschläge für die Pferdekutsche gemacht. Das ist ja die pompöseste Hochzeitskutsche aller Zeiten gewesen. Die haben die nachgebaut. Da haben wir die Pferdebeschläge gemacht. Und die Beschläge für die Innentüren, für die Innenaufnahmen. Das war auch ein bisschen eine ausgefallene Sache. In ihrer Berufsausbildung erlebte sie auch etwas sehr Ausgefallenes oder Besonderes. Wir drehen die Zeit zurück ins Jahr 2000. Professor Alfred Habermann, der Schmiedepapst Europas, gab in Chemnitz einen Zeichenkurs. Katja Materna nahm daran teil. Wir waren zufällig in derselben Pension untergebracht und haben abends beim Glas Rotwein uns immer unterhalten. Ich habe von mir erzählt, er wollte immer viel wissen und der hat mich dort überredet, nach Venedig zu gehen. Da gibt es verschiedene Kurse, sind dort angeboten worden, 14-tägige Kurse im Metallgestalten, im Vergolden, im Schmieden, als Steinmetz für die Maler. In Venedig ist ein Denkmalpflegezentrum entstanden vor mittlerweile, ich denke so 30, 35 Jahren. Das hat der Alfred Habermann mit einem italienischen Kollegen aufgebaut, mit der Option, Venedig zu retten. Zunächst besuchte sie einen 14-tägigen Kurs. Da habe ich mich in Venedig erstmal verliebt. Bin ausgestiegen und das waren ganz tolle 2 Wochen. Dort hat er mich überredet, an einem Restauratorenkurs teilzunehmen, der ein Vierteljahr geht. Sie lehnte ab. 3 Monate aus dem heimischen Betrieb verschwinden, das ginge nicht. Auf Drängen ihres Vaters bewarb sie sich doch und wurde angenommen. Schon das war eine Auszeichnung. Bin dann angenommen worden und hat mir natürlich gesagt, ich fahre da nicht hin. Und hat mein Vater gesagt, wenn du da nicht hinfährst, ziehe ich dich an deinen Haaren dorthin. Und du musst das machen. Du wirst wohl ein Vierteljahr hier verschwinden können. Wir werden das ja wohl schaffen ohne dich. Und gut, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es auf jeden Fall bereut, weil das war eigentlich mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens.
Dort waren, wie gesagt, aus aller Welt Handwerker, waren, ich glaube, so 50 Mann, also aus Frankreich, aus Australien, aus England, aus Malta, aus, von überall her. Und das war eine ganz tolle Truppe und es war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Der Kurs hat ja eine Menge gegeben. Professor Habermann ist inzwischen gestorben. Mit den Kursteilnehmern hat sie heute noch Kontakt. Metallgestalterinnen oder Schmiedefrauen sind auch in der heutigen Zeit selten. Also ich war in der Meisterausbildung in zwei Klassen, also die einzige Frau. Mitunter muss man auch kräftig zupacken können. Na, ganz schwach auf der Brust sollte man nicht sein. Gerade was das Gießen betrifft, ne? wenn man eben dann so ein 50, 60 Kilo Tickel gießt, dann muss man schon mal ein bisschen anfassen. Keine Frage, Ulrich Materne ist stolz auf seine Tochter. Ja, das ist ja fünfte Generation. Meine ganzen Vorfahren waren alle Gießer. In Leipzig-Leutsch. Da hatte ich keinen Sohn, habe ich gesagt, na, geht's zu Ende. Nö, die Katja hat voll mitgemacht, von Anfang an. Katja Materne liebt ihre Arbeit. Dinge mit den eigenen Händen zu schaffen, erfüllt sie mit Befriedigung. Auf jeden Fall. Vor allem, das sind ja so Sachen, die eigentlich, wenn sie nicht abgeschraubt werden, eingeschmolzen werden, eigentlich Jahrtausende überdauern. Das geht ja nicht kaputt. Wie jetzt zum Beispiel ein Bäcker, wo die Torte nächsten Tag weg ist, die kann noch so schön sein. Das ist schon was. Also ich finde, das ist richtig schön. Nicht nur in ihrer Heimatstadt stößt sie an allen Ecken und Enden auf ihre Arbeiten. Da gibt es eigentlich viel, also ganz speziell Leipzig, weil wir haben eigentlich fast die ganze Leipziger Innenstadt bestückt mit Beschlägen. Also Thomaskirchhof und altes Kloster, das Mendelssohnhaus, Wohleser Schlösschen. Wie läuft denn in der Regel so ein Auftrag ab? Was muss der Kunde tun? Er sucht sich entweder was bei uns aus, wir haben einen Katalog mit über 2000 Mustern, oder er schickt uns sein eigenes Muster. Das wird dann abgeformt, also wir brauchen jetzt keinen aufwendigen Modellbau, wir verwenden die alten Originale. Da wird die Form abgenommen, die wird abgegossen und dann kommt eigentlich der größte Teil, das ist die Bearbeitung. Und dann wird es entweder dort montiert oder hingeschickt. Das ist was jetzt? Das ist der Einguss. Das ist ein großer, das ist ein historischer Aschenbecher. Das sind die Luftkanäle, weil wir machen Trockenguss, das wird hart wie Beton, wenn es getrocknet ist. Und die Luft muss ja irgendwo hin, wenn das heiße Metall hier reinläuft. Ja. Also hier läuft das Metall rein, also der Oberkasten kommt noch da drauf, dann wird es hochgestellt und dann wird hier reingegossen. Katja Materne hat zwei rechte Hände. Braucht sie überhaupt für irgendetwas Fremdhandwerker? Naja, nee. Es gibt schon Sachen, die wir nicht kennen. Wir sind vielleicht ein bisschen handwerklicher begabt wie andere Leute, aber also einen Fernseher reparieren kann ich jetzt nicht. Okay. Doch die Arbeit ist nicht alles. Katja Materne liest und kocht sehr gerne. Auch die Musik spielt eine Rolle. Ich habe früher Querflöte gespielt, habe auch ein sehr schönes Instrument aus Erlbach. Das lag natürlich viele, viele Jahre in der Ecke, weil ich in den schlimmen Zeiten also nicht dran gedacht habe, Querflöte zu spielen. Das erste Mal habe ich sie rausgeholt, wo ich in Venedig war, zur Restauratorenausbildung, 3 Monate lang. Haben wir dann verdreckt und verschmiert in der Schmiede, haben wir dann mit Gitarre und Querflöte Musik gemacht, was auch mit Sonnenuntergang über Venedig ein Traum war. Dann lag sie wieder lange rum, habe ich nur ab und zu mal auf meiner Mutter ihren Wunsch hin mal zu einem Geburtstag gespielt. Und was mich sehr freut, mein Kind ist sehr musikalisch, die spielt Blockflöte und geht jetzt aufs Gymnasium, musisches Profil und spielt jetzt Querflöte. Und seitdem sie spielt, spielen wir eigentlich regelmäßig zusammen. Apropos, wie sieht es mit der nächsten Generation aus? Wird Luisa auch eine Schmiedefrau? Ihr Berufswunsch ist Gießerin. Ich weiß nicht, wie lange der anhält. Ich glaube es ja eher nicht, dass es was wird. Würde mich sehr freuen, aber davon gehe ich überhaupt nicht aus. Egal, ob die Tochter ihrer Begeisterung treu bleibt, die Firma wird weiter bestehen. Da ist sich Katja Materne sicher. Die Auftragslage ist gut. Nicht zuletzt wegen der Denkmalmesse in Leipzig. Dort werden die meisten Kunden gewonnen. Jetzt im Oktober geht es nach Moskau. Das ist auch, geht auch von der Denkmalmesse Leipzig aus. Und da sind wir an dem Stand und ich hoffe, es wird sehr erfolgreich, dass wir in Moskau vielleicht oder in Russland generell Fuß fassen.